gerade schon ausgeführt, haben wir heute Nachmittag eine Weisung des Gesundheitsministeriums, die wiederum auf Weisung des Schulministeriums gehandelt haben, zur Untersagung unseres Weges zur Halbierung der Präsenzklassen erhalten. Wir in Solingen sind außerordentlich enttäuscht über diese Entscheidung des Ministeriums und wir sind genauso außerordentlich besorgt, was das für die Zukunft bedeutet. Wir wollten und wollen nach wie vor in Solingen, dass keine Schule aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen wird. Wir wollten in Solingen kleinere Lerngruppen einrichten. Wir wollten größere Abstände ermöglichen. Wir wollten sicherstellen, dass es kleinere Gruppen in Bussen und gerade auf dem Weg zur Schule gibt. Wir wollten und wollen das hohe Infektionsaufkommen in Solingen eindämmen. Also aus meiner Sicht genau das, was Bund und Land uns seit Monaten sagen und seit Monaten von uns einfordern. All das, was ich gerade dargestellt habe, die kleinen Gruppen, der Einsatz von Digitalisierung, die abgestimmte Art und Weise des Vorgehens mit all unseren weiterführenden Schulen, all das wird nun durch die Weisung des Ministeriums versagt. Und ich sage es Ihnen ganz deutlich, ich halte diese Entscheidung für falsch. Dass auch über die Landesrichtlinie hinaus gegangen werden darf, das ist explizit in der Corona-Schutzverordnung und in der Corona-Betreuungsverordnung erwähnt. Wir sind in Solingen heute in einer Situation, wo sich binnen einer Woche bis heute Morgen wir Infektionsgeschehen in 17 Klassen haben, an 15 Schulen mit 491 Menschen, die in Quarantäne sind. Das galt bis heute Morgen. Alleine heute im Laufe des Tages sind 11 weitere Klassen nur im Stadtgebiet der Klingenstadt Solingen dazugekommen. Und das an jetzt insgesamt 20 Schulen. Und diese Zahlen werden nicht weniger werden, sondern sie werden mehr werden. Wir werden über einen Solinger Weg mit der Teilung von Präsenzunterricht und Homeschooling, wie auch immer man ihn nennen wird, in nahester Zukunft wieder diskutieren und reden. Aber heute wollte das Ministerium nicht weiter reden, sondern nur anweisen. Vielen herzlichen Dank. Denn ich finde, diese Entscheidung fordert uns erst recht dazu auf, sehr deutlich uns zu artikulieren und vom Solinger Weg zu überzeugen. Denn wir sind von diesem Weg überzeugt. Wir haben in der vergangenen Woche, also es ist gerade eine Woche her, zusammengesessen per Zoom mit den Vertretungen aller Schulformen. Und wir haben überlegt, was ein guter und praktikabler Weg ist, um die Infektionszahlen möglichst zu begrenzen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass das jetzt untersagt wird, weil der Oberbürgermeister hat es dargestellt, unser Ziel ja gerade ist, dass es nicht zu Schulschließungen kommen muss. Und die Zahlen, auch die wurden genannt, sind so gravierend, dass es vermutlich sehr bald geregelten Schulschließungen kommen muss, die wesentlich schwieriger zu handeln sind, als wenn es ein System ist, auf das Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte sich einstellen können.